Bereits zum sechsten Mal geht's mit dem Höhenrausch hoch hinaus. Heuer sogar bis zu den Engeln. Man könnte sagen, man bewegt sich so quasi im natürlichen Lebensraum der Engel. Und wir hatten ja letztes Jahr mit den Vögeln schon zumindest ein Thema, das in die Richtung geht. Und da hat sich das dann einfach auseinanderdividiert, dass wir ein Jahr zu den natürlichen Luftbewohnern und Bewohnerinnen machen und eben eines Jahr eher so diese mythologische Figur dann in den Vordergrund rücken. Ihren Ursprung haben die himmlischen Boten in der Religion. Heute treten sie aber in ganz unterschiedlichen Kontexten und Formen auf, auch im Höhenrausch. Also Engel können Schutzengel sein, aber es können auch böse Engel sein. Und es gibt eben die Schutzengel, dann gibt es da zum Beispiel solche Victoria's Secrets Engel und so. Und das haben wir dann eben erfahren. Die Erlebnisausstellung führt vom Kulturquartier über den Ursulinenhof hinauf in himmlische Höhen. Mein persönliches Highlight war eben das, wie wir überhalb der Kirche waren, also überhalb der Dächer. Das hat mir sehr gut gefallen, der Turm voll. Es geht vorbei an der engelsgleichen Siegesgöttin Nike und weiter in die Ursulinenkirche, in der rund 400 biblische Engel wohnen. Für den Höhenrausch ist noch ein weiterer, übergroßer, gefallener Engel dazugekommen, inszeniert wie ein Mordopfer. Dann gibt es zum Beispiel einige so interaktive Arbeiten, auch wie von Daniel Rosen, der so eine Art Spiegel eigentlich, einen digitalen Spiegel gearbeitet hat, wo die Schülerinnen und Schüler mit ihrem eigenen Abbild so ein bisschen spielen können. Und man kennt es ja, dass vor allem Kinder, aber auch Erwachsene total fasziniert sind vom eigenen Abbild. Und er macht es eben in einer sehr spannenden Umsetzung. Die geflügelten Wesen bewohnen noch bis 16. Oktober den Höhenrausch in Linz. Vermittlungsprogramme gibt's für alle Schulstufen. Das war einfach ein tolles Erlebnis und ich freue mich auf ein nächstes Mal.